Der Bullet-Time-Shot ist eigentlich nichts anderes als ein eingefrorenes Bild, wo man mit 50 Kameras gleichzeitig aufnimmt. Damit kann man dann den Protagonisten von jeder Seite eigentlich zeigen. Für die Sendung Sommer-Challenge produzierte das Schweizer Radio und Fernsehen SRF mit Hilfe von Canon Schweiz zwei aufwendige Bullet-Time-Shots. Im Einsatz standen 50 Canon EOS 1DX-Kameras. Für mich als Regisseur ist natürlich cool, bei so einem Projekt das vorantreiben zu können. Es ist ein fantastischer Shot, wenn ich mir das vorstelle, wie das schlussendlich wird. Aber der technische Aufwand dahinter ist enorm. Und es wird immer größer, als ich mir das vorgestellt hatte. Zum Beispiel, als ich heute die Kameras da ausgepackt habe, wurden es immer mehr und hat sich auf dem Boden nach so einem Meer von Kameras ausgebreitet. Ja, diese 1DX, das ist das Flaggschiff von Canon. Die teuerste Kamera, die sie überhaupt haben im Fotobereich. Und mit der zu arbeiten, ist ein Traum. Ich als DOP habe die Settings der Kamera gemacht. Wir mussten uns nicht nur entscheiden, in welcher Qualität nehmen wir die Bilder auf. Wir haben auch mit anderen Einstellungen uns entscheiden müssen. Zum Beispiel ab Werk stellt die Kamera nach einer Minute automatisch ab. Das mussten wir natürlich verhindern. Die Kameras werden angebracht auf dem Rig mit Superclamps und Ballheads und müssen ganz exakt ausgerichtet werden. Das heißt, der Horizont muss bei jeder Kamera exakt am gleichen Ort sein, weil sonst springt das Bild. Weil wir machen ja eigentlich 50 Fotos und die 50 Fotos laufen als Film weiter. Die Handlung ist aber wie eingefroren. Das ist eigentlich der Effekt der Matrix. Die 50 Kameras werden jetzt normal mit der Fernauslösebuchse verbunden, damit man die Kamera dann auch gleichzeitig auslösen kann. Ich hoffe, es wird ein cooler Shot. Ja, sonst sind viele Leute enttäuscht. Wir sind in Bern, genauer gesagt an der Aare, bei wunderschönem Wetter. Wir haben jetzt unsere 50 EOS 1DX. Zusammen mit 24-70mm Objektive, 2.8 Blendenöffnung haben wir auf dem 20 Meter langen Rig aufgebaut. Die 50 Kameras sind auf einen einzelnen Punkt ausgerichtet, damit wir dann einen Effekt bekommen, wie es fast aussieht, als würden wir mit einer Kamera um die Person rumfahren. Hi. Wir sehen hier nicht nur eine völlig neue Sportart, die wahrscheinlich hier in Bern an der Aare erfunden wurde, nämlich das Bungee Surfing, sondern wir sehen hier auch eine für das Schweizer Fernsehen völlig neue Produktionsweise, nämlich diese sogenannten Bullet Time Shots. Und ich bin überzeugt, dass wir diese Produktion nur schaffen, weil alle an diesem Team, an diesen Erfolg geglaubt haben und diese Challenge damit ermöglicht haben. Wir ziehen jetzt hier zwei Doppelseile über den Fluss, über den Fluss rechtwinklig zur Traverse. Daran hängen wir dann einen Punkt auf, den wir rausziehen können, dass alle auf den gleichen Punkt zielen, dort wo dann die Surfer den Trick machen werden. In welche Richtung drehst du? Wir sind kurz vor dem ersten Shot, vor der ersten Auslösung. Ob alle Kameras miteinander auslösen, das werden wir jetzt dann gleich sehen. Achtung! Wir sind fertig, hat alles gut geklappt. Soweit ich auch beurteilen kann, haben wir auch alle Bilder im Kasten. Also von dem her ein total erfolgreicher Tag.